Jo, liebe Leute, willkommen zur 27. Ausgabe zum Podcast. Und heute, und so werden wir es wahrscheinlich jedes Jahr machen, werden wir das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen und auch natürlich über 2020 reden, was wir denken, was passieren wird. Jeder haut vielleicht mal 5 Predictions raus und dann werden wir sehen, was eintrifft. Und natürlich auch unsere Highlights von 2019 hier mal so preisgeben, Leute, weil 2019, wir haben es gerade schon mal ein bisschen privat besprochen, das war ein richtig, richtig saftiges Jahr für One Piece, auch wenn ihr das gar nicht so auf dem Zettel habt und jetzt wahrscheinlich nur 2, 3 Sachen aufzählen könnt, die geil waren, aber es waren wesentlich mehr, wo wir natürlich gleich drüber reden werden. Ja, erstmal vorweg an den guten Myrolox die Frage, was war denn eins deiner Highlights dieses Jahr? Oh Gott, also für mich die absolute, vom Gefühl her, das, was mich am meisten überrascht hat, war One Piece Film Stampede, so wie der Anime. Ja, okay. Das war ja auch noch da, ja. Der Film, der hat mich echt gecatcht, weil es echt für mich so der beste One Piece Film war. Das war cool. Aus dem Anime hat mich am meisten gecatcht, ich glaube, der Ruffy Katakuri Fight, weil er echt richtig gut umgesetzt war. Nicht nur unbedingt Gear 4 Ruffy Snake Man, das war natürlich auch richtig heftig, aber auch schon davor so dieser Königshaki Clash zum Beispiel zwischen Katakuri und Ruffy und so. Das war schon echt richtig, richtig geil. Und aus dem Manga, klar, man ist immer so auf die aktuellsten Kapitel fokussiert, sag ich mal. Natürlich der Oden-Flashback an sich ist eine absolute 10 von 10, da kann man nichts gegen sagen. Aber sonst ist auch im Manga viel passiert, auch schon davor. Ich meine, Big Mom ist auf Wano Kuni gekommen, hat Queen einfach mal am Boden gerammt, Queens Kopfgeld wurde gezeigt, man denkt so, Queen ist voll der krasse Ficker und dann kommt da einfach Big Mom und stampft ihn im Boden so. Also es war vieles Geiles. Beim Manga weiß ich gar nicht, ich würde sagen, der Oden-Flashback ist schon das Highlight für mich mit der ganzen alten Zeit rund um Roger und Whitebeard und so, ist schon absolutes Highlight. Für viele auch das, was auf Twitter mir viele dann geschrieben hatten, natürlich der Kopfgeld-Reveal von den Kaisern. Ja, ja. Ist, also, nicht alles verpulvern, Alter. Nicht alles verpulvern, naja, kurz anteasen nur. Also so ja. diese 2 Kapitel, wo Oda einfach alles in Brand gesetzt hat, das war schon das Highlight, denke ich. Das ist echt krass. Also allgemein die Schwenker immer, ne? Und ja, wir haben gerade nochmal geguckt, das erste Kapitel dieses Jahr war, Leute, das war 929, 930 rum, so, das war gerade mit, ich sag mal so, eine der schlimmsten, lowsten Phasen von Wano Kuni, so, wo Zoro da rumirrt, diesen Tono Yasuo trifft, der sich dann noch hinrichten lässt und so, und dann auf Kamazu trifft, auf diesen, ja, auf Killer halt und so, mit dem kämpft und so, Ruffy die ganze Zeit im Udon-Gefängnis, dieses Rumgeeiere so ein bisschen, bevor es dann endlich losgeht, Kawamatsu wurde irgendwie gefühlt monatelang immer nur die Augen gezeigt und du wusstest nie, ist es Scopper? Ist es Scopper? Du wusstest nicht, wer es ist. So, und dann am Ende war es Kawamatsu und ja, es war auch cool dann letztendlich, aber das war auch immer noch so ein Ding, was sich lange gezogen hat. Wie du gesagt hast, mit Big Mom, alleine das, wie lange sie auch vor den Toren von Udon stand, das wurde auch irgendwie gefühlt gestreckt. Und das Highlight, ich würde auch sagen, das Highlight manga-technisch war bei mir auch, ist jetzt der Oden-Flashback eigentlich so. Wenn man das als ein Geschehen so sieht. Einzelnes Kapitel, würde ich aber auch sagen, war das, das Kapitel mit den Kopfgeldern von Roger, von Whitebeard und wo Roxy, Sebek und God Valley, das war ja alles in einem Kapitel. War ja, nicht noch in dem Kapitel noch davor, das mit der Sword-Einheit? Ja, oder nee, das war ne? Kapitel davor, glaube ich, mit der Sword-Einheit und mit der Abschaffung der Samurai, was auch. Und Sabo. Ja, was auch mega war. Also die beiden Kapitel, das waren einfach 2. Und ich weiß noch, eigentlich ist es ja so, also nicht pauschal, aber meistens ist es so, wenn Oda eine Woche Pause macht zwischen den Kapiteln, dann finde ich, ist das Kapitel danach, also weil natürlich auch eine längere Pause dazwischen ist, das wird so ein bisschen knackiger. So, weißt du, das sind meistens saftigere Kapitel. Das ist so krass. Vom Gefühl. Aber da, bei den beiden Kapiteln, bei den 2 heftigsten einzelnen, also klar, der Oden-Flashback insgesamt ist auch mega krass, aber diese 2 einzelnen Kapitel, ich weiß, Oda hat dazwischen keine Pause gemacht, der hat in 2 Wochen einfach das komplette Manga-Game rasiert, also wirklich, das war unnormal krank, auch dass die Kopfgelder, also 5,5 Milliarden für Roger, und das auch noch kein Kopfgeld, das übertroffen hat von den Piraten, so, also es ist echt heftig, Mann, ich finde das richtig heftig, einfach auch, wie Sengoku das alles erzählt hat und so, weißt du, auch über Sebek und so, das ist zu krass. So, das ist ja immer noch, das hat ja komplett alles jetzt und auch wie man auf die alte Ära guckt und alles komplett umgeworfen, dieses Kapitel mit den Rocks. So, die Rocks hatten wir ja so ein bisschen im Kopf schon auf der Reverie, die im Anime ja auch dieses Jahr war, das kann man auch zu diesem Jahr noch dazu zählen. Auch wenn im Anime war die Reverie natürlich nicht, das war natürlich nicht das Gelbe vom Ei, weil da wurde, eigentlich war es ein Filler-Arc und ich die tun mir auch leid, die Anime-Only-Zuschauer, die jetzt nur den Anime gucken und sich den Reverie-Arc jetzt im Anime gegeben haben.
Also ich bin ehrlich, ich hätte das fast übersprungen, fast schon. Also es wäre für mich so abgestempelt als Filler-Scheiß. Ja, vor allen Dingen der Reverie-Arc im Anime ist halt mehr Marineford-Arc wie Reverie-Arc eigentlich, ist halt so. Und ja, es gibt auch so einen Zusammenschnitt auf diversen Plattformen, nennen wir es jetzt mal, wo man halt die interessanten Teile von der Reverie sieht und da ist man halt in 25, 30 Minuten durch und hat halt das Geilste gesehen. Und wenn man das so sieht, dann hat man echt Gänsehaut am ganzen Körper, weil die Reverie ist mega episch. Und an sich wäre es halt so geil für den Anime gewesen, weil man kommt aus einem richtig heftigen Ende von Whole Cake Island raus. Ja, der Kampf Ruffy gegen Katakuri und so war so gut gemacht und auch danach noch mit der Germa und so, wo Natoshi Shidada auch nochmal animiert hat und so. Das war echt richtig geil alles und dann, dann kommt man zur Reverie und das war so durchzogen von Flashbacks. Wirklich aus so Flashbacks, wo nichts neu animiert war, sondern wirklich die alten Marineford-Szenen, die natürlich alle auch gut animiert waren damals, aber wirklich 15, 16 Minuten gezeigt wurden und das war nicht schön. Das war wirklich Das war echt eklig. Ja. Aber zu jedem Charakter, weißt du. Ja, ja, und umso größer natürlich dann die Vorfreude auf dem Wano Kuni-Jagd, weil wohl der angefangen hat, wurde ja auch so ein bisschen, ja, von Toy Animation so ein bisschen das Prinzip geändert, weißt du, die haben ja dann wirklich mal wieder mehr Energie in das Ganze gesetzt und das war für mich auch ein Highlight, die erste Folge vom Wano Kuni-Arc, boah, mit diesen das neuen, war so krass. Mit diesem neuen Animationsstil, diesen neuen Filter und so, das war echt geil gemacht, das hat mich echt gecatcht. Fand ich auch richtig geil, ich muss auch sagen, dass der Impact von der ersten Wano Kuni-Folge auch so krass war. Das war wie Tag und Nacht davor. Also wirklich, Wano Kuni mit diesen dünnen Konturen und alles. Und dann auf einmal sieht es so knackig und saftig aus und so schön. Und auch die Musik direkt, die Wano Kuni-Musik, wie sie anfängt und wie man Zoro sieht, wer da alles zerschnetzelt. Und so gerade die erste Folge war richtig heftig. Auch wenn ich sagen muss, es hat sich so ein bisschen eingestellt, ne? dieses Gefühl der Neuheit. Oder ist es vielleicht nur so für uns gefühlt, dass es jetzt so wieder so ein bisschen billiger wirkt, gerade im Anime? Nee. Auch wenn jetzt die letzte Folge vielleicht nicht das Beispiel ist, aber ist es vielleicht einfach nur von unserem Gefühl so oder ist es wirklich ein bisschen billiger jetzt gemacht, auch von Toy Animation, dass die ein bisschen jetzt einen Gang runterschrauben mit der Zeit? Ich glaube, die haben einen Gang runtergeschalten. Also ich finde, es sieht nicht mehr so clean aus wie am Anfang. So die ersten zwei Folgen waren echt knackig animiert und richtig flüssig und mit richtig, richtig starken Bildern. Da hättest du gefühlt in jeder Sekunde Stopp drücken können und hättest ein Wallpaper gehabt. So, aber ja, gut, natürlich jetzt die letzte Folge, wo Natoshi Shida wieder Hand angelegt hat, die sah natürlich auch wieder knackig aus, aber ich meine jetzt so die restlichen Folgen davor, da hat Toy Animation, glaube ich, schon wieder einen Schritt zurück gemacht, was auch nicht so schlimm ist, war ja auch irgendwie absehbar, aber was mich halt in Anime dann noch stört, dass wir teilweise in so einen Punkt angekommen sind, wo einfach nur vom Manga-Kapitel 8 Seiten oder so animiert werden in 20 Minuten, weißt du, und dadurch kommt es halt dazu, also versteht mich nicht falsch, aber zum Beispiel der Ruffy gegen Kaido-Kampf im Anime, der war so nie Manga, also der ist ja viel zu ausführlich so, dass Ruffy überhaupt auf die Chance hat, tausende Schläge da auf Kaido zu boxen, sowohl auf den Standard... Das war ja schon fast ein Kampf. Das war ja ein Kampf, ja, es war ein Kampf. Ja, ist über, Quatsch eigentlich. Über 3-4 Folgen fetzen die sich da, so, Ruffy haut G4 raus und 10.000 Techniken und trifft Kaido und Kaido geht 5-mal zu Boden und so, das war alles im Manga nicht so, im Manga war das ein ganz, ganz kurzer Schlagabtausch. Ja, und auch der Voice Actor die ganze Zeit von Kaido so, kriegt so einen Magen, Digga, und ich denk so, was? Ja, ja, und das Ding ist, ich find's geil, weil für uns als One Piece YouTuber sowieso Hammer, weil da hat man Bilder, von denen kann man nur träumen, so, aber schlussendlich ist es irgendwo cool zu sehen, aber es vermittelt ein vollkommen falsches Bild, weil die ganze Zeit sieht man Ruffy, wie er zum Beispiel einen Schwanzhieb von Kaidos Drachen tankt, obwohl er dadurch die ganze Stadt geschleudert wird und Ruffy steht einfach wieder auf und kämpft weiter. Das wirkt episch, aber dann gibt es einfach diesen Moment, wo Kaido mit einem Keulenschlag Ruffy ausnockt und man denkt sich so, hä, die ganze Zeit tankt Ruffy alles weg und kriegt von Kaido Schläge und alles und hat kein Problem damit und dann mit einem Schlag liegt er auf einmal im Boden. Im Manga war es einfach so, Kaido hat keinen Schlag gejuckt, er lag da nicht ein paar Mal am Boden oder so, sondern nur einmal, nachdem er von den Gear 3 Schlag vom Drachen getroffen wurde quasi und das auch nur, weil er da halt noch im voll alkoholisierten Zustand war und danach gibt's halt diesen einen Schlag gegen Ruffy, wo er komplett zerstört am Boden liegt und das war halt das, wie es das widerspiegelt, nämlich dass Ruffy überhaupt keine Chance hat. Im Anime sieht so aus, ja doch, wenn Ruffy noch so ein bisschen nachholt, so weißt du, und das ist halt auch nicht richtig. Mit den Schwanzschlägen fand ich auch, da waren da zwei sogar. Ein
hat er, ist er ausgewichen, den einen hat er abgetankt, so. Und auch nochmal so ein Feuerblast, einfach auf seine Fresse, so von Kaido haut nochmal so ein Blast. Diese drei raus. Kugeln oder was? Ja, 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 oder auch ja. Davor schon, wo Ruffy gesehen hat, wie der Berg quasi da so ein ja, Riesenteil vom Berg weg ist, dann kriegt er danach nochmal so einen Feuerboost komplett ab und er springt einfach aus der Flamme raus, so, weißt du, so nichts passiert, kein ja, ja, Kratzer, stimmt. Gar nichts, so. Das war schon ein bisschen, wenn man das mit dem Manga vergleicht natürlich, ne, aber also wenn man jetzt nur den Anime guckt, dann kann man das vielleicht so, das ist ja cool, es war immer noch geil anzusehen, ne, ja, also bin ich ja, ehrlich, ja, auch. Aber der letzte Schlag zwischen den beiden, also wo Kaido mal richtig ausgeholt hat und auch da der Synchronsprecher da so rumgeschrien hat, das war einfach richtig geil, Mann, ich hab's richtig gefeiert, aber trotzdem reicht es nicht für mein Highlight, Mann, anime-technisch ist einfach, Ruffy gegen Katakuri ist das so krass gewesen, ich guck mir das immer noch ab und zu an. Erstmal, wie geil das animiert ist. So, man sieht zwar auch, dass da so ganz viele Animations. Das hat immer, also Animateure haben da immer gewechselt. So, man sieht das so ein bisschen von den Stilen, weißt du, das ist nicht einheitlich. Aber ist nicht schlimm. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Und auch Katakuri so ist einfach so ein Ehrenmann und ist bei so vielen Fans jetzt auch schon als einer der geilsten und beliebtesten Charaktere aufgestiegen. Ich glaube auch, bald müsste auch wieder das Charaktervoting kommen, oder nicht? Müsste, oder eigentlich. Ist das nicht sogar schon? Nee, ich habe gerade einen anderen. Nein, ich habe auch ein anderes gesehen. Werk im Kopf. Das kommt. Jedenfalls, was halt auch cool ist, weil immer die Leute eigentlich sagen, ja, früher war alles besser, ihr kennt dieses Gelaber. Und es ist aber so, 2019 sehen viele Leute Highlights an, die sie wirklich auch allgemein in One Piece nach ganz oben verfrachten. Und wenn man auch mal so guckt, so auch Katakuri und Doflamingo und so sind mit so die gehyptesten Antagonisten und die kommen ja auch aus einer eher aktuelleren Epoche. Deswegen. An sich ist das schon sehr geil, auch G4 Snake Man, wie das animiert wurde, weil da war alles halt so, so, so krass animiert und ich weiß doch, so ein paar, nicht mal King Cobra oder die Verwandlung an sich, sondern auch so ein paar Schläge dazwischen, die so flüssig animiert waren, oh, das hat sich so smooth angefühlt, wirklich unglaublich, also das hat mich richtig entertained und auch gerade, wenn man von Animationen spricht, ich weiß nicht, One Piece Film Stampede, boah, das war auch ein absolutes Highlight. Das war so krass, also das war wirklich, das war ja auch der geilste One-Piece-Film so, der kam einfach dieses Jahr, das kann man so sagen, also es war einfach auch der beste Film. Und ihr habt 2020 die Möglichkeit, die mit der deutschen Synchro zu schauen, Leute, also nutzt die Chance, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und 2020 kommt ja auch bestimmt auf Blu-ray raus, ich glaube, es ist schon Blu-ray-Termin bekannt sogar in manchen Ländern, aber in Deutschland noch nicht, aber... Leute, das wird einfach, es ist der geilste One Piece Film, das kann man einfach nicht anders sagen, so, von den ganzen Charakteren, die da sind, wie sie kämpfen, so, das zählt zwar alles eigentlich jetzt nicht zum Kanon dazu, aber es ist trotzdem One Piece 2019, muss man einfach so sagen. Deswegen, das ist auch absolutes Highlight, auch der Antagonist im Film mit Bullet und so. Richtig gut gewählt, das passt alles, also, es ist so geil, auch, weil es halt dieses... Ja, es war halt so dieses Feeling, alle Piraten zusammen und es hatte alles, was das Fanherz begehrt, deswegen das auch und animationstechnisch natürlich auch ein absolutes Highlight. Ja, und im Manga, wie gesagt, da gab es halt, also im Manga gab es halt nicht so wie im Anime so diese Abschnitte, wo man sich wirklich dachte, boah, was ist denn hier los? Wobei man aber auch sagen muss, es gab so einen kurzen Abschnitt, wo Oda halt so... Also wo oder jetzt nicht als Person selbst, aber wo halt One Piece so ein bisschen kritisiert wurde vom Pacing, weil davor, es gab in Whole Cake Island schon mal die Thematik, ich weiß 2018 und 2017 und so, da wurde sowas auch schon mal mit thematisiert, wo Leute gesagt haben, dass das Manga-Pacing viel zu langsam ist, dass man überhaupt nicht vorankommt im Manga wohlgemerkt, nicht im Anime, wo nur 8 oder 10 Seiten animiert werden, sondern der Manga und da wurde ja auch von einem Editor, glaube ich, gesagt, dass der Speed angehoben wird und dann hat sich das in Wano Kuni auch erst bestätigt und wurde dann aber wieder so ein bisschen über Bord geworfen, aber seit diesen einen Schwenker, nach diesen 2 Ultra-Chaptern, hört man da irgendwie keine Stimme mehr von, also ja, ist halt echt so verstummt. Man kann da auch gar nichts mehr gegen sagen. So, es gab auch ganz viele kleine Highlights, die jetzt in den Hintergrund gerückt sind, also wie zum Beispiel eine komplett neue Art von Rüstungshaki wurde jetzt vorgestellt, auch in diesem Jahr, die Ruffy lernt. Zoro hat ein neues Schwert bekommen, Leute. Also wie viele Jahre haben wir darauf gewartet? Also da haben wir so viele Jahre drauf gewartet, dass da mal wieder was passiert. Und ich glaube auch, ich bin mir fast schon sicher, dass Enma wird auch danach behalten. Also ich glaube nicht, dass er das dann abgeben wird, oder? Meinst du, dass er es dann noch tauschen wird gegen das das macht ja keinen Sinn, oder? Nee, überhaupt nicht. Also er wird, ich denke, er wird das Enma-Schwert mitnehmen und, auch wie vielleicht das sogar noch eins. Ja, und wie das inszeniert wurde auch, wo er das Enma-Schwert in der Hand hält, weißt du, so das, oh, das war geil, das hatte ein so geiles Feeling und so und
man ist auch nicht sauer, dass er quasi das andere Schwert wieder zurückgibt. Also so, deswegen ist es alles geil. Auch, ja, und auch sonst, also es waren genug krasse Highlights dabei. Wie gesagt, auch der Reveal quasi von Queen und auch Big Mom. Ihr dürft auch nicht vergessen, 2019 war auch der Moment, wo Kaido und Big Mom gegeneinander gekämpft haben. So, und sich da auch wieder der Himmel gespalten hat, was wieder so Roger, Whitebeard und Shanks auf dem Zettel geholt hat und so. Da waren so heftige Momente. Also das habe ich auch ultra gefeiert, diesen Kaiser-Clash. Und dann wieder das Kapitel endet mit diesen, ja, wir machen eine Allianz, danach können wir uns immer noch töten, so. Ey, das ist so heftig, ne? Das ist zu krass. Das wirft ja eigentlich auch nochmal den kompletten Arc um, so, weil jetzt ist es wirklich unmöglich. Also da kann man sagen, was man will. Ruffy, also so hätte Ruffy schon niemals mit irgendeiner neuen Gear-Technik oder sonstiges Kaido übertroffen. Das ist einfach Quatsch, meiner Meinung nach. So, das könnte Oda vielleicht irgendwie schreiben so oder zeichnen für uns. Aber ich finde immer noch, das wäre eigentlich Quatsch. So, aber jetzt mit Big Mom noch dazu, das ist totaler Quatsch. Also wirklich richtig, richtiger Humbug, finde ich. Also dass die zu zweit jetzt, wie soll Ruffy das denn schaffen? Das ist richtiger Quatsch. Ja, deswegen, das hat auch nochmal alles umgeworfen. Also, was waren noch für kleine Highlights? Ich fand zum Beispiel auch das mit den Smite-Teufelsrüchen, dass jeder Zehnte nur funktioniert und dass die anderen alle emotionslose Wesen bleiben, so wie Killer zum Beispiel, der jetzt einfach, das ist für mich jetzt ist er schon tot, so. Killer ist gestorben an sich, so. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendein Chopper oder, vielleicht gibt's ja gegen eine Medizin, aber ich glaube das nicht, weil das ist ja sowas Übernatürliches schon so, weißt du, dass man das noch irgendwie retten kann oder so. Ich glaube, Killer ist für immer jetzt gestorben, mehr oder weniger so, von dem Ding her so. Und auch Kid, dass wir Kid gesehen haben, der hat Königshaki, wir haben erfahren, dass er seinen Arm, und das war, glaube ich, letztes Jahr, ne, 2018, ich weiß nicht genau, das war halt alles im Udon. Gute Frage. Ist schwer, ist gerade, glaube ich, so Grenze. Ich glaube, das war, wenn, vielleicht auch, kann auch sein, dass im Dezember letztes Jahr war, aber mit Kid auch im Udon-Gefängnis und so, dass der da war alleine, das war auch schon heftig. Der ist ja auch fast gestorben, der wurde in Wasser getaucht und so, das war ja auch heftig, ey. Generell, also... Ja, Kid auch und jetzt auch im Anime wird das ja noch kommen, aber fällt jetzt so zwischen 2019 und 2020, wenn wir ihn dann wiedersehen im Udon-Gefängnis und so. Da sind so geile Sachen passiert, auch wie gesagt generell das Training mit der neuen Haki-Art und es sind so viele Reveals dabei gewesen. Natürlich, man hat halt immer nur diese richtig fetten Highlights im Kopf, aber... Also Oda hat es in diesem Arc, finde ich, echt gut gemacht, dass er immer mal wieder alle paar Kapitel einen einfach so ein Häppchen gegeben hat, so einen richtigen Leckerbissen, weißt du? So einen richtigen Leckerbissen, den es immer mal wieder dazwischen gab. Klar, auf so ein paar Sachen hat man sich dann so voll versteift, wie zum Beispiel Kawamatsu und so, wo man dann so dachte, okay, muss das so lange sein. Aber es gab auch so generell geile Chapter. Ich weiß noch, dieses eine Kapitel zum Beispiel... Ist auch schon wieder grenzwertig, aber ich glaube, das war noch dieses Jahr auf jeden Fall, wo Lore dann einfach vor so einem komplett blutigen Basil Hawken steht und ihm so das Messer an die Kehle hält, so weißt du? Wo es dann um den Verräter geht. Und auch so die Verzweiflung wird so geil gecatcht, wo dann zum Beispiel ja alle am Strand stehen, oder es ist ja nicht mehr so, also am Steg stehen, weißt du, und dann einfach alle heulen und Kinemon dann so durch die Teleschnecke schreit quasi, kann mich irgendjemand hören und so, ne? Das ist. Also so die Verzweiflung und so ist viel geiler. Man darf auch nicht vergessen, im Manga wurden echt brutale Szenen mit reingepackt. Beispielsweise auch das, was viele Leute jetzt im Anime gesehen haben dieses Jahr. Mit dieser Szene, wo die kein Essen und kein Trinken haben in dem Dorf. Im Manga war es ja so, dass dann halt die Mutter auch schon mit einem Messer das Kind töten wollte und so. Das war so brutal und auch... noch die Kreuzigung, die jetzt im Anime kommt und so. Also, es gibt so viele brutale Szenen im Wano Kuni und das catcht es halt einfach, ne, dieses Feeling. Das ist echt geil. Also, man kann echt nicht sagen, dass One Piece Kinderkram ist, so, ne? Gerade die Paradeszene, das mit dem Kind, so, dass erstochen werden soll, weil es einfach so ein ärmliches Verhältnis ist, dass die Mutter keinen Ausweg mehr sieht, das Kind zu töten, so, weil es einfach da nicht aufwachsen soll. Und auch noch so ein Strick im Hintergrund für die Oma. Ja, stimmt, wo so eine Oma, so eine Oma, die sich erhängen will. Das wurde alles im Anime einfach rausgepinselt, sag ich mal. Ja, ist dann so, soll man sagen. Aber ich fand auch den Moment geil, dass der wieder Oden-Flashback anfing. Das war ja wirklich so, die waren an der Küste im Regen und es ist ja immer noch so für uns aktuell im Geschehen. Wir gehen ja auch jetzt 2020 rein in das One-Piece-Jahr, mit dem Wissen, die Allianz von Ruffy ist irgendwie verschwunden, Orochi hat alles rausgekriegt und die stehen an der Küste dann nur noch mit ein paar Mann und wollen jetzt darüber, so, mitten im Sturm, so. Und wo ist die? Das wissen wir nicht. Es ist immer noch ein ganz cool gemacht von Oda, dass wir nicht wissen, was los ist. Und dann anzufangen mit dem großen Flashback, mit der großen Enthüllung, was überhaupt damals passiert ist auf Wano Kuni, Oden
Roger, Whitebeard, das ist einfach so heftig. So, ja, das war echt krass. Wir haben aber noch ein paar kleine Sachen, ne, 2019 gehabt, so wie King's Rasse oder so. Ja, stimmt, auch, ja, es gibt so viele Sachen, Leute, es gibt so viele Sachen. Aber vielleicht ganz kurz, lass mal über den Oden-Flashback kurz sprechen. Ich fand schon geil, wie das Ganze angefangen hat, weil Oden, man muss ja sagen, wenn man so einen Charakter wie Oden reinbringt, dann muss man schon so eine gewisse Epicness direkt mit rüberbringen, weil man darf nicht vergessen, dass man ja schon vorher wusste, dass Oden mit Enma das Einzige war, was Kaido verletzt hat. So, das heißt, man hat sich so einen überkrassen Typen vorgestellt und Oden als Person sieht halt, also der hat halt nicht so direkt vom Äußeren so einen Ultra-Badass-Faktor, weißt du, was ich meine? So, ja, ja. Aber dann fängt dieser Flashback an, dann hast du diesen Clash mit Oden und Whitebeard, so, wo du schon weißt, geil, dann hast du einen Whitebeard, der einfach zu Oden Bruder sagt, obwohl er die ganze Zeit zu allen, auch zu Marco und so, immer nur Sohn sagt, und dann aber halt, wie gesagt, zu Oden einfach Bruder sagt und dann halt diese Szene, die halt so für Oden, also die Oden halt für jeden so direkt so einen absoluten Ehremann gemacht hat, war ja da, wo er so am Schiff hing, weißt du, und sich so die ganze Zeit festhalten sollte, oh, das war so gut umgesetzt. Und dann, das habe ich auch auf den ersten Blick gar nicht gecheckt, so, das wurde erst im Stream für mich aufgeklärt, ich dachte wirklich immer noch, bis fast zum Schluss, er hat am Ende, weil er nicht mehr konnte, einfach losgelassen. Aber er hat ja dann Toki gehört und hat deswegen losgelassen. Genau. Das ist ja noch mal ehrenmänniger. Das ist ja noch krasser. Das war ja die Ehrenaktion, dass er einfach, er hätte es schaffen können, so. Er hätte es schaffen können. Oder er hätte es geschafft. Und Whitebeard hat es auch dann gecheckt, so. Wie krass ist das, bitteschön. Und dann, guck mal, wir haben Oden eingeführt bekommen als der Überkrasse, so der alles, der mit Whitebeard konkurriert, der ein Kaido, der Einzige war, der Kaido verletzen konnte. Dann kriegen wir Roger, der ihn einfach one-hitted so gegen sein Schwert und Oden spuckt Blut, so, weißt du, also nochmal demonstriert, Roger ist einfach nochmal eine komplett andere Liga, so. Ja. Digga, das ist auch heftig gewesen. Generell, man darf nicht vergessen, also das bezieht sich jetzt wirklich aufs aktuellste Kapitel, Hilfe, wenn ich sprechen könnte, und zwar, wo, Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir sind an einen Punkt angekommen, wo Roger mit seinem scheiß Schwert gegen Whitebeard schlägt, so, weißt du. Oh, ja. Und vor allen Dingen jetzt mit dem Panel ist für mich auch klar, Roger ist kein, der trägt das Schwert nicht zur Deko, der hat ein Drachenschwert, das ist ein krasser Schwertkämpfer auch, weißt du, der ist auf jeden Fall voll im Game drinne. Das ist auch so gut gemacht, ne, und man darf nicht vergessen, Roger ist einfach nicht ohne Grund der Heftigste, also wirklich ganz, 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 ganz krass. Ist echt so, also das hat mir auch nochmal gezeigt, so, das ist ein komplett anderes Level, so. Der ganze Himmel war ja dann so eine Spirale irgendwie, als er sich mit Whitebeard da gefetzt hat, über 3 Tage und 3 Nächte. So, natürlich kann man das wieder streiten wieder und sagen... Ja, Whitebeard absolute Primetime-Whitebeard, weißt du? Ja, also es war richtig krass. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat, so, noch mehr, wie die sich 3 Tage, 3 Nächte gefetzt haben. Das wurde natürlich wieder übersprungen, wie man es kennt von Oda. Aber er kann halt auch nicht so vieles zeigen. Wir haben von Roger jetzt schon ein paar Angriffe gesehen, sogar mit Namen, dieser eine Angriff, der heißt mit der Ablehnung gegen Gott, weißt du, dieser eine Angriff. Das ist so krass. Also, auch das bedeutet ja auch voll viel, so dass Roger seinem Schwerthieb den Namen gibt, so Ablehnung gegen Gott, so, weil er auch, wie gesagt, so die Tenryubito ablehnt und beziehungsweise die hasst oder keine Ahnung. Da kann man so viel reininterpretieren, aber es ist einfach heftig, Leute. Also, hättet ihr gedacht, am Anfang von 2019, dass wir da Roger Flashback kriegen und so, dass wir das ist zu heftig, dass wir aus Rogers Mund selber hören, was man machen muss, mit den Road-Pornoglyphen und so, dass er das selber gesagt hat. Roadstar, letzte Insel, wurde jetzt nochmal enthüllt. Die Lodestar, die letzte Insel, auch ganz komisch. Wir haben enthüllt bekommen jetzt, allein im letzten Kapitel war das ja alles nur, das mit der Glocke, weißt du, das eingraviert, dass Oden das war damals vor 15, 16 Jahren auf Skype hier in die Shandora-Glocke. Das war Oden, Leute. Und da kann man auch denken, hat Oda damals vor 16 Jahren, oder 16, 17 Jahren oder so, wo das war auf Skype hier, wo Robin das gefunden hat, Hat er schon daran gedacht, dass das Oden war, der das reingraviert hat? Ich glaube schon. Oder meinst du? Ich glaube schon, weil im selben Kapitel war ja auch die Szene, wo Roger dann seinen Satz gegenüber Whitebeard und Oden beginnt und den Satz aber im entscheidenden Moment quasi mit einem Punkt, Punkt, Punkt beendet. Und das gab's ganz, ganz früher, also was heißt ganz früher, so übertrieben auch nicht, aber auf dem Flashback von Ruffy mit Ruffy, Sabo und Ace, wo Ruffy auch denselben Satz quasi gesagt hat und dann auch an derselben Stelle mit diesem Punkt, Punkt, Punkt beendet wurde, wo dann halt die Reaktion von Sabo und Ace so, was? Und von Whitebeard und
Oden halt auch so. Es ist so geil, wie das wieder sich spiegelt, wie Ruffy wieder so absolut nach dem König der Piraten kommt. Das ist, ja, aber das ey, ist so ein Highlight. Also Leute, ihr müsst wissen, ich habe mit guten Myrox auch noch nicht drüber geredet. So, wir haben voll wenig geredet in letzter Zeit. So, deswegen, ey, warte mal, jetzt muss ich dich nochmal fragen zu dem letzten Kapitel. Was glaubst du? Meinst du, Roger hat da, oder sollte da sagen, es wurde für uns ein Cut, so, oder die Vögel in die Luft, so, kam da so ein Cut, so. Meinst du, er hat da gesagt, ich werde König der Piraten, oder meinst du, er wird hat was anderes gesagt, noch? Weil Whitebeard und Oden waren ja voll erschüttert von dem, was Roger gesagt hat. Ja. Meinst du, er hat gesagt, dann werde ich? Ja. Was ja. wird er? König der Piraten, oder hat er gesagt, er wird irgendwas anderes? Die Welt, oder, nee, keine ich Ahnung. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, dann werde ich König der Piraten. Eine neue Ära lostreten oder so. Ja, das ist interessant, ne, was er gesagt hat. Ja, da kannst du dich jetzt auch nur verrennen. Also, nee. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, dann werde ich König der Piraten, weil, obwohl Ruffy immer sagt, ich werde König der Piraten, geht es ihm ja auch nicht direkt um den, also es geht ihm ja nicht um den Titel an sich, sondern um das, was der Titel mit sich bringt, und ich denke, bei Roger wird es genauso sein. Sich selbst quasi so die Krone aufzusetzen, ist ja auch so eine, nee, ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil das Ding ist, dann hätte Oda das doch uns auch gezeigt, so, also das wäre jetzt, okay, ich kann es verstehen, das ist schon ein Highlight, wenn wir die Worte, die Ruffy jede Folge, jedes Manga-Chapter sagt, wenn wir das nochmal aus dem Mund von dem damaligen Piratenkönig hören. Ja. So, das ist schon krass. Aber so, wenn Roger das auch mal sagt. Aber ist es so heftig jetzt, dass man das nicht zeigen kann beim ersten Mal? So? Ja, aber eigentlich an sich, der Vorsatz ist ja, wenn wir es bis dorthin schaffen, werden wir ohne Zweifel die größte Piratencrew der Welt, die größte, und dann so ganz genau, und dann werde ich so. Und Whitebeard passt eigentlich. Ja, und Whitebeard guckt auch so ein bisschen böse, was ja daraus resultiert, dass Whitebeard ja auch ein Pirat ist und ein König der Piraten, ja, ja. Sprich, dass er dann über ihn steht. Also ja, an ja. sich würde es schon passen, aber die Sache ist halt die, es würde passen. Warum zeigt man es dann nicht? Aber warum zeigt man es dann nicht? Ich meine, man ja. weiß ja, dass Roger König der Piraten wird. Ist halt echt so. Also ich finde es auch komisch so. Stell dir mal vor, er hat noch einen ganz anderen Satz gesagt. So. Was für einen Mist du erzählst, Roger. Du bist ein Kind oder was? Ja. Das ist echt. Weil man darf ja auch nicht vergessen, dadurch hat sich ja Odens Einstellung gegenüber Roger komplett geändert. So. Hätte er das gesagt, hätte er König der Piraten gesagt oder nur König. Vielleicht hat er auch König der Piraten und noch was im zweiten Halbsatz so quasi mitgesagt, aber. Das ist so komisch, ne? Also ich kann es. Ich weiß auch nicht. Das ist eines. Warum wird das nicht gezeigt? So, und das wird ja auch, glaube ich, wie soll das jetzt nochmal enthüllt werden? So, da müssen wir, also wenn es jetzt nicht in dem Oden-Flashback 2020 anfangen, enthüllt wird, dann nie wieder. So, keine Ahnung. Wenn wir das jetzt aus Rogers Mund nochmal hören, so. Er muss es ja jetzt nochmal irgendwann wiederholen, den Satz. Im Übrigen, so. Auch mal aktuelle Frage an dich, so viel zum Thema Flashback, ganze Jahre wie passieren lassen. Was hältst du von den Kindern, die da Rayleigh und Roger auf dem Arm haben? Wie, was soll damit sein? Wer das ist? Das eine Kind. Hä? Eine ist ja Momo, das andere Hiyori, oder nicht? Ja, okay, ja gut. Ich habe aber in voll vielen Foren gesehen, dass da ging richtig Theorien darum, das eine Kind ist das nicht und bla bla bla. Deswegen ja, weil weil Hiyori sieht auch, Hiyori ist die jüngere Schwester, ne? Oder? Ich muss jetzt nochmal angucken. Ist das eine Kind kleiner? Die sagen ja auch, das ist Momo und Hiyori. So. Ja, ja. Das sagen sie ja auch. Aber ich habe in so vielen Foren Theorien gelesen, deswegen dachte ich, weißt du vielleicht irgendwas, was ich total übersehen habe. Ja, ich weiß nur, dass viele auch immer reininterpretieren, als Rayleigh oder so hat sie hochgehalten. Und sagt, das erinnert mich an meine Kindheit so. Rayleigh aus Wano gleich bestätigt so auf den. Aber ich habe im Reddit habe ich eine andere Theorie noch gesehen. Und zwar musst du dir nochmal die Cover-Page angucken vom letzten Kapitel. Ne? Guck dir die mal an. So. Und lieber Leute, habt sie alle nochmal im Kopf oder ruft sie kurz auf. Das ist wirklich eine gute Theorie. Habe ich im Reddit jetzt, die wurde ganz hoch gewertet da. Also für 966, ne? Ja. Es gibt ja die neue Erfindung von Vegapunk. Und vielleicht ist die neue Erfindung von Vegapunk Klone von den ehemaligen 7 Samurai. Und die sind da jetzt schon drauf. Hinten Kuma, rechts Doflamingo und links ist Boa Hancock. Boah. Und jetzt kommst du. Und jetzt kommst du. Aber weißt, warum hält dann Doflamingo einen Steckbrief von Capone hoch? Weißt du? Ja, weil die sind halt von der Marine und suchen ihn da. So, weißt du? Keine Ahnung. Also vielleicht, aber warum sollen die dann zu dritt? Eigentlich müssten, ja, erstens zu dritt. Aber die sehen so aus. Zu dritt, ja, du hast recht. Aber zu dritt, nur für Kuma
Also ich meine, der eine hat ja auch ein Marinezeichen so auf der, auf den Schultern, weißt du? Das passt ja. Aber vielleicht gibt's da ja ganz viele von. Vielleicht gibt's ja von diesem Doflamingo-Klon jetzt so 50 Stück oder noch mehr. Ja, okay, weißt das du, müsste ja sein, weil man darf ja auch nicht vergessen, da können wir auch mal drüber reden, was jetzt mit den Samurai ist, weil wir wissen, dass die Samurai ja eigentlich alle abgeschafft werden aufgrund dieser Waffen, und wenn das die Klone sind, dann müssten die ja eigentlich auch vielleicht damit eingesetzt werden, weißt du? Ja, ja, vielleicht sehen wir dir von denen noch mehr so. Also, das ist nur so ein Gedanke, so, weil die, auch sind auch, die sehen auch echt special aus für irgendwelche Marine-Heinis so. Und haben wir sonst schon mal Marine-Leute gesehen, die so komisch waren? Also so, wie sieht das aus? So, guck mal, Kuma da oben, wenn das Kuma sein soll. Ja, vor allem, so zusammen die können, genäht die können ja nicht, so. Die können ja nicht komplett scheiße sein, weil Capone ist halt einer der Supernova, so weißt du, der ist ja, ja auch nicht komplett schwach. Und deswegen, ja, interessant. Das ist halt so eine Theorie. Auch auf dem ja. Cover von dem Buch, was Lola in der Hand hält, ist ja auch Bo Hancock drauf. Ja, stimmt. Deswegen maybe auch eine Anspielung darauf. Ja, kann sein, ne? Wäre heftig. Heftig, ey. Es ist ja echt heftig. Generell kann man auch mal darüber reden, 7 Samurai-System wurde abgeschafft, Fujitora kann eigentlich glücklich sterben jetzt. Die Frage ist... Ja, jetzt haben sie die einfach geklont, weißt du, die Alten. Ja, ja, das ist halt die Frage. Auch die Frage, was jetzt mit dem passieren wird, ne, in 2020. Bin ich auch mal gespannt. Das ist, da können wir, lass uns jetzt mal über 2020 auch ein bisschen reden. Lass uns mal über das aktuelle Geschehen reden. Was glaubst du, wie geht der Oden-Flashback zu Ende? Und dann lass uns noch mal reden, was mit der Allianz von Ruffy ist. So, aber erstmal zu dem Oden-Flashback. Was glaubst du, wie wird der zu Ende gebracht? Meinst du mit dem Tod von Oden oder was glaubst du? Nee, ich glaube soweit. Obwohl. Also wir wissen ja durch die Jump Fest, da wissen wir jetzt, dass der Flashback vermutlich relativ schnell zu Ende geht in den nächsten ein, zwei Kapiteln. Weil Oda selbst ein bisschen Angst hat, quasi zu viel vorwegzunehmen. Es ist halt ein schmaler Grat, den Oda da fährt, weil man halt direkt aus der Roger-Zeit was zeigt und deswegen ist es halt schwierig, dann ja das alles so einzudämmen. Ich glaube, man macht das in ein, zwei Kapiteln. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass man jetzt halt, ja, man sieht ja schon, wie Oden die Dinger eingraviert hat, weißt du? So, er ist ja schon mit Roger unterwegs, deswegen theoretisch, ich kann mir vorstellen, dass man wirklich den, also den wirklich kompletten Abschluss hat von den Abenteuern mit Roger und Oden, sprich das ganze Jahr, was er mit denen dann unterwegs war. Ah, guck mal, ich denke mir auch so, das habe ich auch im Stream schon oft besprochen, ich glaube, guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Gespräch gehabt zwischen Whitebeard und Roger, das muss noch kommen, ich bin ehrlich, das muss noch kommen. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre auf dieser Insel schon, weil Roger hat gesagt, oh, das wird wahrscheinlich unser letztes Treffen sein, so, und Blackbeard ist ja da kurz davor herbeigetreten bei Whitebeard, so, dieses Gespräch ging ja um das D, weißt du? Also die müssen sich nochmal auf Wano treffen. Ja, ja, du hast eigentlich recht. Eigentlich schon. Eigentlich müssen, weil Oden muss eh nochmal zurück nach Wano. Ja, Oden muss zurück nach Wano. Und was macht Whitebeard da? Und Roger muss ja eigentlich auch, also eigentlich ist er ja auch Whitebeard schuldig, dann zu erzählen, was mit Oden ist, weil ich glaube schon, dass sich Whitebeard auch dafür interessiert, weißt du? Ja, eigentlich schon, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Und dann ist auch nochmal die Frage, das will ich eigentlich auch in dem Flashback noch geklärt haben, wie kommt jetzt Kaido da ins Spiel? So. Das ist ja noch gar nicht, da wissen wir noch gar nichts von. Wie, also Kaido war bei den Rocks-Piraten, das wissen wir, aber wie kommt der denn jetzt nach Wano? Wird er da von Orochi irgendwie reingelassen? So mit Orochi, den Plot, den haben wir jetzt schon gut aufgeklärt bekommen, meiner Meinung nach. So. Das Einzige, was komisch ist, ist ein bisschen mit Orochis Teufelsfrucht, finde ich. So, weil wir haben die Frucht zwar gesehen von dieser Hexe, aber da wurde ja auch, wir haben ja von Oda die Bestätigung gehabt in der FPS und so mal, dass jede Teufelsfrucht hat dieses komische Ornament, dieses komische Kringelmuster. Weißt du? Ja, und das eine dann auf und einmal das nicht, ja gar direkt, nicht direkt ja. wieder alles über Bord geworfen. So, das ist halt. Ja. Vielleicht da unter der Schale oder so, ich weiß es nicht, aber man weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Wie kommt Kaido ins Spiel und wird Oden dann wirklich lebendig gekocht? So, wie kommt es dazu? Oden ist so stark, ich würde sagen, da könnten Kaido dann nicht besiegen, aber doch, der macht ihn auch noch die Wunden, das müssen wir auch noch sehen. So, der könnte ihn vielleicht auch sogar besiegen. Also irgendwas muss passieren. Oden muss irgendwie unter Druck gesetzt werden. So auf den, ich kann mir halt vorstellen, dass Oden ist halt, dass, durch die Aktion, die man ja am Anfang vom Flashback sieht, mit den, was er halt für ein Ehrenmann ist, kann ich mir einfach vorstellen, dass man damit droht, halt Unschuldige zu töten oder andere zu töten und dass er dann keine Wahl hat und für die stirbt, weißt du? Ja. Das ja, sowas in der Art. Sowas halt in der Art, kann ich mir vorstellen. Als Aufopferung für die anderen stirbt, obwohl er in der Lage war. Ey, stell dir mal vor, dass Kaido verletzt wird von Oden halt, ne? Und
und Kaido selbst sich die Niederlage quasi eingestehen muss. Es muss ja nicht mal sein, dass Oden generell stärker ist, sondern einfach, dass Kaido in dem Moment unterliegt, weil er halt von irgendeiner Technik von Oden oder so in die Knie gezwungen wird. Aber er ist dann verletzt und Kaido selbst greift zu den letzten Mitteln, nämlich eine Geisel vor, also so vorzuhalten, weißt du? So, jetzt überleg dir, ob du weiterkämpfen willst, so, und nimmt dann einfach eine andere Person. Und Kaido ist quasi der Feigling, der sich nur mit einer Geisel quasi vor einer Niederlage bewahren konnte. Boah, ja, wird's krass. Was ich aber noch geklärt haben will, ist irgendwas mit Toki, Mann. Wir wissen gar nichts über die, wir wissen, die kommen vor 800 Jahren, aber was genau ist passiert? Warum wollt sie denn unbedingt jetzt nach Wano? So, was ist damals passiert vor 800 Jahren? Wie hat sie die Frucht und wo ist sie jetzt? Ist sie wirklich auch gestorben oder ist sie in die Zukunft gereist auch? Ein paar Jahre vielleicht jetzt weiter oder ein paar Jahre davor? Oder? Da will ich auch ein bisschen aufgeklärt werden, so. Das ist so interessant und das wird 2020, aber denke ich mal auch kommen alles so. Das wird alles mit dem Wano Kuniak abgeschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass Toki auch noch auftaucht. Kannst du dir vorstellen, dass Oden eventuell doch noch irgendwie überleben könnte, jetzt auch in der Gegenwart vielleicht sogar, dass er auch von Toki noch in die Zeit geschickt wurde und irgendwie ein anderer Oden vielleicht, also diese Hexe da hat sich als Oden wieder ausgegeben oder so und wurde dann von den umgebracht oder so. Würde zwar wenig Sinn machen, weil die war ja eigentlich auf Orochis Seite, ne, aber ja. Also ich glaube, Oda bleibt bei altbewährten und wird im Flashback eine wichtige und beliebte Person töten. Und das ist halt in dem Fall jetzt Oden. Wie es davor Corazon war und wie es davor halt schon immer war, in Flashbacks sterben sie. Und ich glaube, in diesem Flashback wird auch Oda Oda stirbt auch. Jo. Wird auch Oden sterben. Also ich glaube, das endet damit, dass Oden stirbt. Und das wird auch sehr, sehr emotional und krass sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Oden nochmal ins aktuelle Geschehen eingreift. Ja, ich kann's. Ich würde es cool finden, aber ich weiß auch ich nicht. Ich auch, aber. Ich sehe auch irgendwie Momo noch nicht auf dem Thron da sitzen. Deswegen vielleicht. Ja, stimmt. Wieder. Jetzt aber nochmal eine andere Frage, auch ein bisschen mit dem Flashback. Allianz. Guck mal, es wurde ja von Oda mehr oder weniger angeteased, dass 2020 mit Vivi, Hancock und Sabo was passieren soll. Mhm. So. Also es lässt ja ausschließen, dass wir das auch sehen dann im Manga. Ne? Also irgendwann wird es nochmal einen Schwenker geben. Meinst du, der Schwenker ist nach dem Flashback, also dass das ein eigener Akt ist jetzt, der ganze Flashback, und das so dann endet und dann, bevor es dann wieder in die Gegenwart geht und alles so, dass dann vielleicht erst der vierte Akt losgeht? Also es wird dann noch einen Schwenker kriegen schon, also jetzt nach dem Flashback. Meinst du nicht? Boah, direkt danach? Meinst du, er nimmt so viel? Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das noch für später aufhebt, auch ein bisschen in Hinsicht dessen, dass in 34 Kapiteln ja quasi Kapitel 1000 ansteht, weißt du? Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann der Schwenker ist, der Warte mal. Ja? Kapitel 1000 kommt auch 2020, ne? Richtig. Und da habe ich auch im Video drüber gesprochen, das sind halt noch 34 Kapitel und wird dann im nächsten Jahr kommen, wahrscheinlich so im Herbst, Ende oder Winter, je nachdem wie die Pausen sind, kann es auch Ende des Jahres werden. Und dass er dann halt wirklich in Kapitel 1000 all das aufgreift, weil Sabos Niederlage steht ja schon so gut wie fest, resultiert aus dem Kampf gegen Green Bull und Fujitora auf der Reverie. Vivi wissen wir halt durch Insama mit dem Steckbrief und dem Bild, was er da mitschleift und bla 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 bla, ist auch eine Sache. Und die dritte Sache, Boa Hancock ist halt Samurai und die wurden abgeschafft und werden jetzt alle angegriffen und es ist relativ klar, dass nicht alle Samurai heil aus der Aktion rauskommen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ein Mihawk den Kampf gewinnt und dem Grunde nach frei bleibt. Es kann sein, dass ein Buggy abhaut und seine Leute für ihn irgendwie draufgehen oder so, irgendwie sowas. Ich habe auch schon gesagt, wovon ich immer noch fest überzeugt bin, wenn das gezeigt wird, das wird auch nächstes Jahr passieren, ist auch eine Prediction, die für mich relativ safe ist, dass man sieht, was mit den Samurai passiert. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Buggy halt abhaut und abhaut, um seine Leute im Stich zu lassen, aber die Marine dann das Schiff verfolgt, weil sie wissen, dass Buggy da drauf ist und ihn seine Leute wieder als Held feiern, weil sie denken, dass er sich aufopfern würde, obwohl er sie eigentlich im Stich lassen wollte. Aber ich glaube, Boa Hancock ist dann halt der Punkt, dass sie vielleicht diejenige ist, die den Kampf verliert gegen die Weltregierung, weißt du? Das denke ich auch. Aber ich glaube auch ein Buggy und so, ne? Der wird es auch nicht schaffen. Und dass Nee. Ich glaube halt nur, dass der versucht abzuhauen, aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Denke ich auch. Ja. Das ist schon ganz geil. Also es wird schon geil nächstes Jahr. Wir haben eigentlich nur geile Sachen. Wir haben
eigentlich ist alles, was 2019 war, da waren so geile Sachen, die enthüllt wurden und auch also das mit Roger, Kopfgeld, alles mögliche mit Sabo, das waren richtig geile Sachen. Aber eigentlich ist ja alles nur ein Aufbau für das, was jetzt kommt, so, weißt du, alles wurde ja nur aufgebaut, so, und 2020 haben wir jetzt das Finale mehr oder weniger, auch vom Wano Kuni Arc, so, also da wird's auch Ding, ich denke, der Kampf gegen Kaido wird anfangen, so auf jeden Fall, oder? Ja, denke ich auch, also ich glaube, der Kampf gegen Kaido wird anfangen. Ich find's auch immer noch lustig, das habe ich auch im Video erwähnt, ich find's lustig, dass wir das Kopfgeld von Jack, Queen und Kaido wissen, aber nicht von King. Aber ich glaube, der Kampf gegen Kaido wird anfangen. Also, muss ja, weil, wie gesagt, Leute, es ist so eine doofe Aussage eigentlich, aber Kapitel 1000 steht an und in Kapitel 1000, da wird nichts Halbherziges gemacht, Leute. Weil Oda, der spielt so mit den Kapitelzahlen, die berühmten Chapter-Switches lassen grüßen. Wenn man die Zahlen verdreht, dann kommen da immer die heftigsten Sachen raus, bei so vielen Kapiteln schon. Und generell auch immer die 100er-Kapitel sind immer krass und, deswegen Kapitel 1000 wird auch reinknallen wie sonst was, auf jeden Fall. Und da glaube ich ja halt auch, dass man, also man, ich sag's mal so, wenn Kapitel 1000 kommt, dann wird es nicht so sein, ja, in 2 Tagen ist das Feuerfestival, dann greifen wir Kaido an. So, das, so. Das wird zu lame. Ja, das ist so, ja auch eine News, weltweit wird das ja rumgehen, dass One Piece das 1000. Kapitel erreicht hat, so. Und natürlich ist dann der Inhalt todesrelevant, so. Und wenn der Inhalt dann, der muss auch sitzen, da muss richtig was. Ja, also oder, für mich oder muss da sowas sein. Oder hat es immer geschafft, dass das 100. Kapitel krass ist, oder hat es immer geschafft, dass die Chapter-Switches perfekt passen, obwohl es hunderte Kapitel später erst so ist. Du verdrehst die Zahlen mit einer bestimmten Fähigkeit, verdrehst die Zahlen und 300 Kapitel später kommt wieder die Fähigkeit auf und so. Es ist so krass zum Teil und deswegen, der Typ weiß schon, wie er es timen muss. So. Also, weißt du, deswegen. Das wird so heftig und da wird Wano Kuni in der entscheidenden Phase sein und es wird ja auch zeitlich passen, weil 34 Kapitel sind halt eher Ende 2020, wenn man halt die ganzen Pausen bedenkt. Also was heißt die ganzen Pausen, aber das sind bestimmt noch 10, 12 Wochen Pause dazwischen, so, und deswegen, ja. Ja, das ist so krass. Es kann nur geil werden. Also für mich muss Kapitel 1000 sowas sein wie, also mindestens Ruffy gegen Kaido, irgendwas krasses damit, neue Form oder Kaido wird besiegt oder ein Shanks taucht auf. Es muss in dieser Liga spielen, ohne Scheiß. Ja, für mich ist ein Kapitel 1000 auf Wano Kuni komplett zerstörtes Schlachtfeld, quasi nur ja, so ein typisches Schlachtfeld, halt keine Häuser oder so, an dem man sich stört. Und alle 4 Kaiser stehen und gucken sich quasi gegenseitig an, weißt du? Alle Kaiser, also ja, du meinst, Shanks sowas kommt noch zur Hilfe? Ja, und oh, Blackbeard auch, Alter. So, weißt du, so alle Kaiser, so das ist für mich ein Kapitel 1000, wo alle Kaiser da stehen. Theoretisch wäre ich aber echt, auch, du hast recht. Theoretisch wäre ich aber auch zufrieden, wenn Kapitel 1000, das letzte Panel, ich weiß nicht, ihr kennt das ja, Shanks Hose ist ja so eine Dreiviertelhose. mit so leichter Beinbehaarung. Und ich sag's euch, wenn Kapitel 1000 so endet, dass man an der Küste von Wano Kuni so ein Shanks-Bein auftreten sieht. Ein Knöchel, weißt du? Digga, da lass dich aus. Nee, so dieses untere Bein, wo man an der Hose und der Beinbehaarung schon sieht, Shanks, he's coming, so, weißt du? Oh, das würde mir schon reichen. Das wäre auch schon genug, aber ich erwarte Großes. Also würdest du sagen, 2020 das Jahr des Shanks, oder? Oh Gott, das Leute. Das Jahr des Shanks, ja, ich glaube wohl eher der Kurzauftritt von Shanks, aber es muss eigentlich auch, es muss ja kommen, schlussendlich. Also, ey, wenn man kann nicht Ruffys Gammelallianz gegen 2 Kaiser stellen. Also Ruffy braucht noch mindestens noch einen Kaiser an seiner Seite und da kommt einfach Shanks nur in Frage. Das sage ich immer wieder, so, es ist eigentlich. Ja, ein Blackbeard eigentlich ist es so, hilft ihn, so. Ja, ist so. Deswegen muss es eigentlich passieren. Und das Kapitel 1000 wäre eigentlich das Kapitel. So. Ah, ihr müsst euch einfach mal vorstellen, wir haben auch schon so oft darüber gesprochen, aber ihr müsst euch mal vorstellen, Ruffy kämpft gegen Kaido und Big Mom gleichzeitig, verliert komplett, kriegt nur auf die Fresse, bla bla bla, liegt am Boden so, weil Kaido und Big Mom einfach zu viel ist und dann kommt so ein Shanks und dann Kapitel 1000 endet einfach damit, dass so Shanks plötzlich auftaucht, wie auf Marineford, einfach dasteht und dann auf einmal so sagt, 2 gegen 1 ist doch unfair oder so, weißt du, boah, Digga, ey, ohne Spaß, das wäre das heftigste Kapitel überhaupt, einfach mit diesem Satz wäre schon alles vorbei und ich finde, 2019 war so ein geiles One Piece Jahr und hatte solche krassen Highlights wirklich, so, also, es war so, so krass mit so vielen Reveals und jetzt gerade zum Ende des Jahres hat es nochmal richtig Fahrt aufgenommen, dass ich echt sagen würde, dass das One Piece Jahr 2019
ist so eine 9 von 10 so vom Gefühl, weißt du, so nur so ein paar Sachen haben halt gestört, weißt du, so manchmal das Pacing im Manga, dass man sich dann doch vielleicht ein bisschen zu lange damit aufgehalten hat, auch der Kawamatsu-Reveal und so weiter und so fort, und Anime brauchen wir jetzt erstmal so nicht drüber reden, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass 2020 wirklich dieses Jahr wird, wo man sich denkt, fuck, 10 von 10, alles perfekt, weil man darf auch nicht vergessen, das ist ja der entscheidende Satz oder der letzte Satz, den Oda auf der Jumpfest dafür die Fans gedroppt hat, 2020 wird einfach Spaß machen, das wird richtig Spaß machen und ich glaube, das liegt einfach, also ich verbinde diese Aussage mit 2020 wird One Piece Spaß machen damit, dass Oda selbst Spaß daran hat, dieses ganze Pulver, was er jetzt 20 Jahre angesammelt hat, dieses ganze Pulver zu verschießen. Das macht halt Spaß, so, weißt du? Und deswegen, der hat ja unendlich Pulver. Ja, ja, so und ich glaube, 2020 fängt er an, dieses ganze Pulver zu verschießen. Ja, das ist halt echt das Ding. Das wird richtig, richtig nice, ey. So, lass uns nochmal reden. Sag mal deinen größten Manga-Flop, One Piece-technisch, dieses Jahr. Flop 2019. Was war deiner Meinung nach Manga-technisch das, wo du sagst, doch, komm, muss das sein? Musste das jetzt so lange? Musste das jetzt sein, so? Fällt dir das aus dem Stegreif sofort ein? Da du die Frage ja schon im Kopf hast, sag du mal zuerst, dann muss ich mir noch erstmal über was überlegen hier. Ich bin ja gerade drauf gekommen, wo du über Kawamatsu geredet hast, weil ich fand da auch, das wurde zu lange aufgedröselt. Da du siehst die Augen, du denkst, Alter, da muss ja dann richtig, der kann ja, mit der Fischgräte, der spuckt die Fischgräte und tötet einen. Das muss Rayleigh sein. Das ist Rayleigh. So, weißt ey, Leute, du denkst, das müssen wir mal kurz thematisieren. Diese Fischgräte, ne? Ey, man liest dieses Chapter, ne? Und dann, Kid liegt im Dreck, ne, ist komplett am Arsch, bla, Ruffy liegt im Dreck, kann sich auch nicht rühren und Training und bla, so, weißt du, und die beiden dürfen noch arbeiten und dann sitzt da einer in der Zelle und dann so, nein, das ist zu gefährlich, das können wir nicht machen, so, und dann eine Fischgräte, zack, Wache, tot, ne, und man denkt sich so, fuck, scheiße, wer sitzt da? Und dann diese Scopper-Kaban-Thematik, die kam ja nur auf, weil man braucht den Charakter, der es verdient, so stark zu sein, so, den man aber auch schon kennt, also vom Gefühl, weil man ihn ja zensiert, weil wenn man einen Charakter zensiert und ihn nicht zeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Charakter schon kennt, sehr, sehr hoch, weil man es halt geheim halten möchte, so. Weißt du, weil einen neuen Charakter könnte man den ja auch einfach zeigen, denkt man sich so. Ja. Und so wurde halt künstlich, dadurch, dass man einen Charakter, obwohl man ihn nicht kennt, trotzdem zensiert, wurde halt einfach suggeriert, dass da ein ultra krasser Typ sitzt, den man schon kennt. Und da war halt Scopper-Gaban naheliegend. Und deswegen würde ich rückblickend betrachtet, würde ich dieselbe Theorie letztendlich trotzdem nochmal besprechen, wenn ich es nicht wüsste, weil es halt einfach immer noch passen würde. Aber dann wurde das halt so aufgedröselt, dass man wirklich denkt, da sitzt die Waffe, mit der man Kaido schlägt. Das ist der Schlüssel so, weißt du? Und keine Ahnung. Also, dann kommt er da raus und sieht auch charakterdesign technisch nicht jetzt aus wie ein Katakuri oder so. Und dann denkst du dir auch so, komm, muss das sein? Musste das jetzt so lange sein? So auch, Digga, der war ja da im Gefängnis, also so doll eingeschlossen, 13 Jahre oder noch länger, oder 13 Jahre, glaube ich, dass er nicht, also er durfte ja nicht mal arbeiten, weil selbst das zu gefährlich ist. Den darfst du nicht mal arbeiten lassen, nicht länger. Nicht mal so eine Grete, so in einem Fisch, das ist so krank, ne, das wird so overpowered, man denkt echt, da sitzt ein Shanks, so, also natürlich in übertragenen Sinne, aber von der Stärke her, weißt du, und dann wird man halt so enttäuscht, das fand ich irgendwie, das war zu viel Wirbel, um zu wenig, was dann geliefert wird. Also nicht, dass Kawamatsu ist jetzt kein schlechter Charakter oder so und mag ich auch, aber es ist halt trotzdem, also sorry, aber das war too much. Das ist halt. Eine Enttäuschung habe ich noch, aber ich weiß nicht, ob es 2019 war. Ich glaube, es war schon 2018 oder so. Obwohl. Nee, auf jeden Fall die Enthüllung von dem Design von Orochi. Also da bin ich auch nicht so ganz d'accord. Ich weiß nicht, von den Schachzügen, jetzt auch im Flashback, wie man gesehen hat, wie krass der das alles geplant, wie krass der Typ eigentlich ist, so vom Kopf her, mit den seinen Schachzügen. Aber vom Charakterdesign ist es halt trotzdem eine absolute. Vor allen Dingen auch hier sieht man wieder, es gibt ja auch schon Fan-Animationen vom Kampf Ruffy gegen Kaido und die Animation dann auch so Zoro gegen Shogun. Und vor Wano Kuni dachte man sich immer,
Wano Kuni ist in der Hand von Kaido und den Shogun, wurde immer gesagt. Es wurde immer gesagt, die beiden haben die Wano Kuni in der Hand. Und dann denkt man so, okay, die beiden stehen auch auf einer Stufe von der Stärke her. Und dann hat man halt auch wieder diesen Hype, dass man so denkt, okay, Ruffy gegen Kaido, Zoro gegen den Shogun, so, weißt du. So, es wird so heftig und so ein Badass-Charakter. Und Zoro geht endlich mal wieder all out und sowas schwirrt einem dann halt durch den Kopf. Aber ja, dann sieht man halt so eine Hackfresse und man muss sagen, das passiert in One Piece relativ häufig, weißt du, dass durch das Character Design einfach ein Charakter unattraktiv wirkt für den Kampf, so, weißt du? Ja. Das ist halt diese. Ja, ist halt echt so Manga. Ja, haben wir jetzt durch mit dem Flop, aber anime-technisch gibt es da schon ein bisschen mehr, was mich gestört hat, mehr oder weniger. Also da haben wir komplett die Reverie, ja. Da muss man sofort die Reverie einfach nennen. Das war einfach, also mit der geilste Arc im Manga wurde zu einem der schlechtesten Arcs überhaupt im Anime. Das ist einfach, weiß nicht, der ist fast auf Foxy-Level so für mich von meinem Gefühl her. Auch wenn viele den Foxy-Arc feiern, aber ich nicht so. Aber was ich noch ein Ding fand, ein Unding im Anime war halt das mit diesem Batman, mit diesem Gifter da, mit diesem fliegenden. Ja. Das war auch mit diesem Fledermaus-Smile-Nutzer, der einfach Ruffys Schlag abgewehrt hat. Und Ruffy, das war einfach albern. Das war richtig albern. Ja, generell auch. Also, man muss sagen, bei Batman ist es halt lächerlich, weil Batman logischerweise als Gifter stärketechnisch überhaupt nicht existiert in One Piece, so. Auf der anderen Seite auch zum Beispiel Basil Hawkins, da wurden Szenen gezeigt, Leute, als ob Basil Hawkins Ruffy und Zorro zusammen gefährlich werden könnte, weißt du, so. Er ist stark und er kann mit der passenden Taktik das passende Mittel finden, um bestimmte stärkere Leute, die auch stärker sind als er, wie gesagt, in Bedrängnis zu bringen, zu verletzen, aber auf offenem Feld ohne Plan Zorro und Ruffy zu besiegen, das funktioniert nicht. Und dass die beiden halt so weglaufen und dann halt hunderte Attacken vom Animationsstudio mit dazugebracht werden, die Hawkins irgendwie bedrohlich wirken, das sah cool aus und das passt doch alles, aber es vermittelt ein falsches Bild, so, weil schlussendlich sieht die Realität so aus, dass Ruffy mit einer King Kong Gun Hawkins ins Nirvana schicken könnte, wenn er es immer möchte, so, weißt du? Und im Manga war das halt viel kürzer so, da war halt der Schlag von Zorro, der das ganze Vieh aufgeschnitten hat, war viel schneller da, so, das war eine Sache von Sekunden und zack war das Thema erledigt. Da hat Zorro das Vieh gespalten und da war Schicht im Schacht. Und solche Sachen finde ich halt störend im Anime, da haben wir auch eben schon drüber gesprochen, mit Kaido halt, dass halt suggeriert wird, dass Ruffy eine Chance hat und dann muss man aber irgendwann zu der Szene kommen, wo Ruffy einfach mit einem Schlag getötet wird so halb und denkt sich dann so, hä, aber eben hatte das sich doch noch voll gut gehalten, so. Das ist halt irgendwie. Ja, das fand ich auch. Ich finde, das ist halt so ein typisches Anime-Ding immer, ne? Ja, also. Es hört sich jetzt vielleicht auch härter an und wie es ist. Es sah trotzdem cool aus. Und wenn man den Manga kennt, dann weiß man ja, auf was man zu achten hat und was man für bare Münze nehmen muss und was nicht. Aber, für Anime-Onlys wirkt es dann halt so ein bisschen falsch, weißt du? Das ist dann halt. Ja. Stell dir mal vor, du sagst so in einem One Piece Video, sagst du so, ja, Ruffy hat ja keine Chance im Kampf gegen Kaido und dann kommentiert einer unter deinem Video, ja, er war doch eigentlich gar nicht so schlecht und so, hat so ein paar Schläge gelandet. Das ist halt, keine Ahnung, das ist nicht ganz richtig. Aber grundsätzlich, fazitmäßig kann man sagen, 2019 war ein sehr, sehr, sehr geiles One Piece Jahr. Eins der besten Jahre, die wir, denke ich, hatten. Und War ein sehr, wie gesagt, war einfach abschließend gesagt ein sehr gutes One Piece-Jahr. Für 2020, wie gesagt, so die Predictions, die für mich am wahrscheinlichsten sind. Man sieht, was mit den 7 Samurai ist. Man sieht die Waffe der Weltregierung. Man sieht ein bisschen mehr von der SWAT-Gruppe. Wano Kuni geht in den finalen Abschnitt quasi. Der Kampf gegen Kaido wird beginnen. Und Kapitel 1000 steht an, wo, glaube ich, so mit der fetteste Reveal mit geschehen wird. Ja, ich denke auch, abschließend nochmal zu sagen, boah, Kapitel 1000, ey, ich habe es gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass es 2020 ist, ey, das war echt, Digga, das wird echt krass, also auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wir sehen die Erfindung, also man muss ja eigentlich pokern auf den Schwenker und der wird hundertprozentig 2020 kommen. Wir sehen, was mit Sabo, Vivi und Boa Hancock höchstwahrscheinlich ist und dann gleichzeitig auch wahrscheinlich die neue Erfindung von Vegapunk. Vegapunk selber sehen wir, glaube ich, noch nicht, auch wenn der von Orochi gefordert wurde, von der CP0, also der die CP0 angesprochen hat, gesagt, glaube ich, ich will jetzt endlich Vegapunk haben. Also ist theoretisch auch das Auftauchen von Vegapunk noch realistisch jetzt auf Wano, vielleicht am Ende, wenn die Weltregierung irgendwie da mitmischen will. Ich glaube trotzdem, dass wir den 2020 noch nicht zu sehen kriegen, jetzt mal realistisch gesehen. Die Erfindung kann ich mir vorstellen, vielleicht sehen wir auch nochmal Blackbeard,
von dem, was er sich holen wollte, was er in der Zeitung gelesen hat, irgendwas wollte er sich holen, bevor die Marine sich das holt. Ja. Was auch immer das sein mag, ich glaub, da gibt es auch viele Theorien. Sabo noch. Ja, glaube ich auch Sabo. Ich hoffe, dass wir die Charaktere, dass wir Sabo, Vivi und Bo Hancock und vielleicht noch andere Charaktere, vielleicht, die wir kennen, wie zum Beispiel Buggy oder so, dass wir die sehen in Gefangenschaft, so in einem Panel, so wie sie alle in Impel Down einsitzen oder sonstiges. Und da steht irgendwie noch 10 Tage bis zur Hinrichtung. Das ist immer so angenommen jetzt. Weißt du, was ich meine? Irgendwie sowas in der Art. Sowas wäre cool, auch immer richtig jetzt. Um auch den. Das wäre dann eigentlich schon das Lostreten des finalen Arcs, des großen Krieges eigentlich schon, kann man sagen. Ich glaube, wenn das ist der Auslöser des letzten Krieges, wenn diese Charaktere jetzt alle zur Hinrichtung bereitstehen, dass dann Ruffy mit seinen ganzen Leuten, Dragon mit der Revolutionsarmee, natürlich auch wegen Sabo und so, dann auch auf der einen Seite steht gegen die Weltregierung und die Marine. Das ist ja eigentlich dann der große Krieg. So, eigentlich könnte man das schon sagen. So. Frage ist, wie Oda das macht. Also, wenn Ruffy das erfährt, natürlich, mit Sabo und den ganzen, jetzt dieses Jahr, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass er dann auch noch Elbern segelt, dann noch ein Abenteuer erlebt und so, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann direkt schon losgeht. Was eigentlich schade wäre, weil wir haben ja eigentlich noch ein paar Inseln, so, die wir noch im Kopf haben, so, weißt du, wie Elbern zum Beispiel, Roadstar, wir haben das Roadporniglyph, das letzte noch, ist auch noch so eine Sache, aber ich glaube auch 2020, vielleicht wirklich mit Kapitel 1000, ist das Shanks-Kapitel oder das Dragon-Kapitel. Aber ja, man kann es schwer sagen. Also Dragon wird für mich nicht so diesen Tausender-Hype gerecht. Ja, bei mir auch irgendwie nicht, bin ich ehrlich. Weil Dragon hat man jetzt, also das hört sich so komisch an, aber Dragon hat inzwischen schon echt ein bisschen Screentime wenigstens bekommen. Man hat ihn da und da mal wieder gesehen und da die Basis auf Ivankovs Insel und so. Und von denen gibt es halt ein paar Dialogzeilen, aber ich meine, man kennt Shanks länger, man verbindet mit Shanks auch irgendwie ein bisschen mehr. Und Shanks hat einfach im Vergleich, also Dragon hat 5-mal so viel Screentime gehabt wie Shanks, so, weißt du? Deswegen. Ja, ist halt echt so. Ja. Und auch mal Shanks mit den Gorosei, weißt du, was ja auch, es war 2018, aber es war trotzdem auch interessant, weißt du? Das war auch so geil. Ja, Leute, so, jetzt haben wir haben fast eine Stunde geredet, so, und ich fand auch es war einer wirklich der besten Podcasts, kann man wirklich so sagen, weil wir über so viele Themen geredet und es war wirklich ein ganz starkes von PCR und jetzt, was kommt, wird noch viel krasser und deswegen können wir uns alle darauf freuen und auch natürlich, dieses Jahr war die Podcast-Gründung, kann man sagen, es waren letztendlich dann nur 27, jetzt mit dem Podcast, die rausgekommen sind, also, ja, aber ich denke, nächstes Jahr... wär's ja dann jede zweite Woche, also an davon, ja. Aber wir haben ja auch nicht direkt im Januar angefangen. Oder wann haben wir überhaupt angefangen? Keine Ahnung. Gute Frage. Wann war das? Ja, egal. Auf jeden Fall, nächstes Jahr wird es natürlich weitergehen. Aber ja, keine Ahnung, was wir zuerst machen, ne? Mm. Hast du schon ein Thema? Ja, auch wir machen nicht, ne? 5 Stunden Livestream an Neujahr, Kappa. Ja, genau. Kurz 2 Schweißperlen auf ihren Stirn. Ja, du hältst in die Stellung, ne? Ich muss mal kurz los. Du hältst in die Stellung. Also ja, nee, Leute, wir gucken mal. Also wie gesagt, neues Jahr wird es auf jeden Fall weitergehen mit Podcast. Ihr könnt gerne, schreibt in die Kommentare, worauf habt ihr Lust, was möchtet ihr auch sehen, worüber sollen wir mal reden im neuen Jahr. Und natürlich gucken wir auch so das, was halt das Geschehen mit sich bringt. Wenn natürlich in ein Kapitel ein Charakter krass gehighlightet wird, krasse neue Sachen mit dazukommen, dann kann man natürlich den auch mal wieder in der Charakteranalyse mit rannehmen und so. Also da steht natürlich vieles offen. Wir werden uns schon ein paar Leckermüllchen raussuchen für euch. Ganz genau, Leute. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin damit raus. Ich gebe die letzten Worte an Myrolox und bedanke mich fürs Zuhören, liebe Leute, und sag schon mal ciao. Ja, Freunde, sehr, sehr geiler Podcast, schließe ich mich an, hat sehr viel Spaß gemacht, über das vergangene Jahr jetzt quasi zu sprechen, beziehungsweise auch über das, was uns im nächsten Jahr erwartet. Ja, grundsätzlich bleibt nicht viel zu sagen, außer, ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil es wird der letzte Podcast in diesem Jahr auf jeden Fall sein. Deswegen kommt alle gut ins neue Jahr rein und lasst eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr von diesem ganzen Jahr in One Piece haltet, weil wie gesagt, es war ein sehr, sehr cooles Jahr. Schreibt eure Highlights mit rein. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.